Hallo! Na? Weiter geht's. Letzte Folge war krass. Letzte Folge war krass. Ich glaube, letzte Folge war ziemlich lang, ne? I don't know. Wo muss ich hin? Muss ich wieder runterlaufen? Ich bin jetzt extra hochgelaufen, um dann wieder runterzulaufen. Wollt ihr mich verarschen? Warum stehen die jetzt noch hier? Habt ihr nichts zu tun? Kann ich mit denen reden? Kann ich mit denen reden? Invisible Wall. Really? Really? Ey, Spiel, ich hab dich gerade so gelobt, ne? Ich hab dich gerade so gelobt. Und jetzt komme ich hier nicht rauf. Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Wir hier von der FAC verbieten Invisible Walls ab nächstem Jahr. Wow. Okay, finde ich nicht cool. Lass mich doch raufgehen und dann nicht mit den Leuten reden. Also finde ich nicht so schlimm wie, oh, ich komme nicht auf diese Treppe rauf. Weil es geht halt nicht. Nee, geht halt nicht. Die Erprobung an sich. Was ist los? Muss ich hier lang? Muss ich eigentlich was machen bei der Erprobung? Wow! Wenn alle Aspiranten da sind. Hallo? Hallo, ich muss... Aloy, dein Platz ist gleich hier. Das da ist dein Gebetslicht. Es ist mein Geschenk. Blasphemie. Schwestern. Aspiranten, vor jedem von euch steht ein Gebetslicht, das eure Mutter gemacht hat. Ihr zu Ehren, entzündet es nun. Aber ich habe keine Mama. Ross zu ehren, weil er so viel für mich getan hat. Mutter, höre unser Gebet. Was ist ein Kind, wenn nicht Ausdruck mütterlicher Hoffnung? Eine leuchtende Flamme, die weit hinaufsteigt, frei schwebend im Wind. Ein Licht am Himmel, bis es endlich verglüht. So wird das Band unserer Liebe weiter von Hand zu Hand gereicht. Da ist Olin. Ich möchte ihn einiges fragen. Wo ist Olin? Warum sind die blau? Vielleicht sind weil das die Mütter sind. Ich werde Ihnen diese Chance sicher nicht verweigern. Rede mit Olin optional. Schade, dass diese Musikantin vom letzten Mal nicht wieder da ist. Die mit den langen, dunklen Haaren. Warte mal, wo ist Olin? Liegt das an mir oder schmeckt dir einen Topf dieses Jahr? Aber das ist ja doch nicht Olin, das ist doch der andere Dude. Sie ist stark. Durch ihre Adern fließt das Blut einer Kriegsherrin. Aloy. Jetzt, nach dem Ende der Segnung, haben wir endlich Zeit, uns zu unterhalten. Ich hoffe, die Zeremonie war nicht unerfreulich für dich, wegen der Umstände. Es war nicht gerade angenehm, aber es ist ein schönes Ritual, trotz all dem. Es ist großzügig von dir, Aloy, ein Ritual zu loben, das alles ehrt, was du nicht hattest. Es hat mir einfach nichts ausgemacht. Ich habe größere Probleme als das Gemurmel der Nora über ihre Mütter. Verstehe. Du möchtest doch bestimmt einiges fragen, oder? Mich überrascht, dass der Stamm Ausgestoßene zur Erprobung lässt. So entgegenkommend sind die Nora sonst nicht. Es war schon immer gesetzt, dass ausgestoßene Kinder dieses Recht haben, ihre Möglichkeit der Rückkehr. Aber du bist, soweit ich weiß, die Erste, die dieses Recht tatsächlich wahrnimmt. Das überrascht mich nicht. Ich glaube nicht, dass viele ausgestoßene Kinder alt genug dafür werden. Das liegt eher daran, dass solche Kinder selten sind. In all den Jahren gab es nur ein weiteres ausgestoßenes Kind. Ein 13-jähriger Junge, der seine Mutter tötete. Die Erprobung war nach 5 Jahren und er kam nicht. Nein.
Alleine hat er bestimmt nicht lange überleben können. Das war bestimmt Ross. Aber er hatte eine Chance. Andere Stämme hätten ihn hingerichtet. Du wirst es nur schwer akzeptieren, Aloy. Aber eine Verbannung ist, relativ gesehen, human. Oh, wirklich? Probier's mal 18 Jahre aus, Tirsa, und dann sprechen wir uns wieder. Warum verstieß man mich nach der Geburt, Tirsa? Was könnte ich getan haben, noch bevor ich geboren wurde? Aloy, diese Frage kann ich nicht beantworten. Warum nicht? Sie ist ganz einfach. Und wo ist meine Mutter? Ist sie heute hier? Sieht sie mich? Oder ist sie tot? Ist sie hier? Oder nirgends? Deine Mutter ist bestimmt hier bei uns, wenn auch nur im Geiste. Das ist keine Antwort, oder? Damit du es weißt, Tirsa, ich bin hier, um Antworten zu finden. Ehrliche. Und nach der Erprobung fordere ich sie ein. Ich weiß, Aloy. Das habe ich auch erwartet. Was ist mit Rost? Warum wurde er ausgestoßen? Er hat es nie erzählt. Er hat wohl geschworen, nie davon zu sprechen. Ja. Und ich auch. Und die anderen Erzmütter. Tut mir leid, Aloy. Aber Rosts Vergangenheit wird für dich auch ein Geheimnis bleiben. Das war ja klar. Rost sagte, dass Stammmütter nicht nur den Stamm führen. Was macht ihr noch? Wir lehren, wir geben Rat, wir segnen. Wenn notwendig, richten wir. Uns geht es immer nur um das Wohl des Stammes. Wir haben in diesem Jahr ganze 3 Erzmütter unter uns. Dazu mehr als 30 Stammmütter. Was ist der Unterschied? Stammmütter sind Großmütter mit 2 Generationen lebender Nachkommen. Und eine Erzmutter ist eine Urgroßmutter mit 3 oder mehr Generationen Nachkommen. Wir sprechen damit für sehr viele. Unsere Meinung hat Gewicht. Die der Erzmütter hauptsächlich. Also, je mehr Kinder man hat, desto mehr hat man zu sagen? Das ist wohl auch eine Art, einen Stamm zu führen. Warum sollte es anders sein? Warum hasst Lansra mich so sehr? Sie hat so einige extreme Ansichten. Mehr als das kann ich nicht sagen. Ich kann nichts für meine Geburt. Oder dafür, dass ich ausgestoßen wurde. Ich sehe das ganz genauso. Aber es gibt auch andere Meinungen. Und jede Abstimmung der Erzmütter erfordert eine Mehrheit. Ich muss gehen. Ich wollte nicht unhöflich sein. Aber ich will schon so lange antworten. Ich weiß, Kind. Nicht nur du hast diesen Tag jahrelang herbeigesehnt. Ich werde für deinen Erfolg beten. Ja, wo ist Odin? Da ist Odin. Bevor ich jetzt mit Hans-Joachim hier spreche, will ich erst mit ihm sprechen? Die Segnung war gar nicht so schlecht. Nett und kurz immerhin. Aber es gibt einige Osseram-Bastler, die ein besseres Feuerwerk machen. Ups. Hoffentlich beleidigt das jetzt nicht euer heiliges Ritual. Es war schön. Wirklich. Ich mag den nicht. Ja, tja. Viel Glück bei dieser Erprobung. Vielleicht sieht man sich ja mal im Meridian. Wer weiß. Ja, schmeiß dich noch mehr an mich ran, du Arsch! Okay. Hey, Olin. Hallo, Olin. Du kennst meinen Namen? Du weißt ihn von Erend. Warum hast du dich vorhin so komisch benommen? Muss dieses Fest sein? Ich mag wirklich keine Menschenmengen. Vielleicht sollte ich einfach... Weich mir nicht dauernd aus. Schon gut. Ganz ruhig. Was willst du wissen? Außer mir hat niemand einen Fokus. Wo genau hast du ihn her? In einer Ruine nördlich des Landes, das wir Osseram unser Anrecht nennen. Dort oben gibt es sehr viel Metall, Stahlriesen, teils unter der Erde begraben, vergessene Höhlen, die die Alten in den Fels gebohrt haben. Deine Augen leuchten. Ich habe meinen Fokus aus genau so einer Höhle, aus einer Ruine der Alten. Wenn du auch stöbern warst, weißt du so viel wie ich darüber. Frag diese Orte nach Antworten, nicht mich. Deine Augen leuchten.
What? What? Als wir vorhin sprachen, hast du gezuckt und ausgesehen, als ob dir was wehtut oder Angst macht. Hat dein Fokus dir etwas gezeigt? Er hat mir gar nichts gezeigt. Wie gesagt, eine Fehlfunktion. Das passiert ständig. Du bist ein schlechter Lügner. Bezichtigst du alle neuen Bekannten der Lüge? Nur die, die mir nicht die Wahrheit sagen. Feuer und Spucke. Ich bin von einfacher Natur und habe nichts zu verbergen. Wenn du mir nicht glaubst, ist das dein Problem, nicht meins. Wow, 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 wow. Was machst du hier, Olin? Was machst du im Nora-Land? Eren brauchte einen Expeditionsführer und einen Kumpel zum Trinken, sonst nichts. Jemanden, der auf den Priester aufpasst. Wenn das hier vorbei ist, geht's zurück in die Ruinen, auf der Suche nach Schrott oder nach Schmuck zum Verkaufen. Du bist also Forscher? Ich bin nur ein fremder Mädchen. Man muss seine Scherben verdienen. Ich verdiene meine eben als Diener des Königshofs. Das ist alles. Ich verstehe das nicht. Wir haben beide dieses Gerät, aber du willst überhaupt nicht mit mir reden. Ich suche hier auch keine Freunde, Mädchen. Den Ärger brauche ich nicht. Ich bin es gewohnt, gemieden zu werden. Ich dachte, du bist anders. Ist nichts Persönliches. Ganz sicher nicht. Du solltest heute Abend mal Spaß haben. Großer Tag morgen. Man sollte jeden Tag genießen. Oh oh. Oh oh. Was soll das heißen? Also Olin werde ich auf jeden Fall im Auge behalten. Jahr sei besser gewesen. Jedes Jahr sagen sie das. Okay. Können wir jetzt mal bitte diese Erprobungssache machen? Ich wünschte, wir könnten jeden Abend zu feiern. Nicht nur zu besonderen Anlässen. Ich vertraue den nicht, den Leuten hier. Ich will tanzen. Irgendwas ist hier nicht richtig. Einmal abspeichern, bitte. Mutterloses Gör. Wow. Wie bitte? Geh ins Bett ausgestoßen und träum vom Sieg bei der Erprobung. Näher wirst du da nicht rankommen. Oh, das ist das Bettenhaus? Mit dir als Wache dachte ich, es wäre die Latrine. Deine Anwesenheit hier ist... Sieh an. Besuch aus der Wildnis. Das mutterlose Kind. Ich sehe, du hast noch die Narbe von dem Stein, den ich auf dich geworfen habe. Eine schöne Erinnerung. Ach, er ist das. Du kannst ein echter Faulzahn sein, Bast. Lass es sein. Es ist an der Göttin, über die Kaja zu richten. Nicht an mir. Vergangenheit sollte Vergangenheit bleiben. Was ist los, ausgestoßen? Oder brauchst du meine Erlaubnis, um mit wahren Nora zu sprechen? Ich mach dich null, Junge. Du kleidest dich sogar wie echte Nora. Wie ein Schwein in einem Bärenfell. Das habe ich also hier zu erwarten, was? Das hast du überall zu erwarten, Ausgestoßene. Dein Platz ist die Wildnis, nicht Mutterherz. Und er ist ganz sicher nicht die Erprobung. Okay, das Ding ist... Ich würde gerne die Faustsache nehmen. Einfach, weil ich ihn gerne hauen will. Aber du tust mir leid. Finde ich viel geiler, als ich werde gewinnen. You know? Okay. Du musst immer andere klein machen, um dich selbst groß zu fühlen. Klappt aber nicht. Ich habe ewig trainiert. Du wirst morgen sehen, wie stark ich bin. Oh, es hat gereicht. Du bist zwar gewachsen, naja... Aber du bist noch immer ein armseliger Wurm. Ich denke oft an den Tag deiner Narbe zurück. Was für eine schöne Erinnerung. Tja, dein dummes Gesicht, als ich dir den Stein wegschlug, war schon lustig. Aber ich schätze, den Teil der Geschichte lässt du dann immer weg, oder? Ich habe dich gebrandmarkt für deine Schande. Du hast es nur geschafft, mich stärker zu machen. Warte nur. Du wirst schon sehen. Ja, klar. Du langweilst mich. Zeit für Bast ins Bett zu gehen. Du wirst morgen überrascht sein, Ausgestoßene. Nicht ich.
Wirst du endlich den Mund halten? Das wäre überraschend. Okay, also den möchte ich gerne boxen. Den ganzen Tag lang. Rede mit Vala, optional. Wer ist denn Vala von euch? Hast du gut gemacht mit Bast. Das sollte ihn ruhig stellen. Zumindest bis morgen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Aloy. Oh, ich weiß, wer du bist. Die Konkurrenz. Die anderen, sie schaffen die Erprobung. Die meisten. Aber gewinnen wird entweder Bast, du oder ich. Vala. Sehr erfreut, Vala. Du hast recht. Ich werde morgen gewinnen. Man soll den Sieg erst feiern, wenn er sicher ist, Mädchen. Hab ich von meiner Mutter. Und jetzt entschuldige mich, ich lege mich schlafen. Ich will doch ausgeruht sein, wenn ich dir morgen zeige, wo es lang geht. Dein Bett steht da, wenn du es willst. Okay. Danke. Die Quest ist, geh ins Bett. Ich will aber noch nicht ins Bett. Ich will noch was spielen. Ich möchte gerne den Typenboxen spielen. Geht das? Bitte? Holy sh... Hups. Wir beide haben uns nichts zu sagen. Ja, ich verstehe schon. Okay, wo ist mein Bett? So, dein erster Tag in Mutterherz. Wie findest du's? Du schläfst in einer unserer Nora-Hütten. Nicht sehr privat. Es hat durchaus Charme. Wird gemütlich nach deiner Aufnahme. Das ist das Problem. Ich glaube, das wird klappen. Wirklich. Ruh dich aus. Wer war das? Euch bereit! Was muss ich tun, damit du verschwindest? Sieht aus wie ein Grab! Was? Holy fuck! Na gut, Planänderung. Hallo? Schwachstelle, Schwachstelle. Okay. Wow, voll die Falle drauf. Der ist schon kaputt. Alter. Wow. Oh Gott. Daneben. Hab ich. Oh. Oh. Cool bleiben. Oh shit. Oh shit. Okay, weg hier, weg hier, weg hier. Hab ich. Noch jemand? Oh. Okay, das hat mich ein bisschen überrascht jetzt. Oh shit! Wo denn noch?
Wo denn noch? Okay. Hol ich. Wie jetzt? Hab ich? Oh, ist schon. Schade. Haben wir alle? Oh. Da ist noch einer. War einer. Ist noch einer. Okay. Das war nice. Die Trophäe ist hin, Ausgestoßene. Du brauchst wohl eine neue. Okay, kein Problem. Kein Problem. Oh, fuck. Okay, bleib mal stehen. Könnt ihr mal bitte ganz kurz... Oder kann ich die einfach hier aufheben? Nee. Hallo? Entschuldigung. Ich brauche noch so einen Hirsch. Yes. Bam. Hab ich, easy. Schneller, na los. Was denn? Ich hab doch. Okay. Ich muss sie einholen. Kein Problem. Mach dir keine Gedanken. Ich muss sie einholen. Peter. Wir schaffen das. Ganz ruhig. Bringt es einfach zu Ende. Alle bis auf eine. Kommt die Ausgestoßene? Sie war hinter mir. Sie sah stärker aus. Oh, der Penner. Ich box den null. Das ist unglaublich. Wow. Du bist die Letzte. Kannst von hier aus auch laufen. Bast wird gewinnen oder Vala. Du wirst zur Kriegerin, wenn du zum Ziel gelangst. Oh, warte, das ist ein alter Pfad. Dort sind zwei gestorben. Er fällt auseinander. Besser Letzte sein, als zu sterben. Ho, 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 ho! Bei der Urmutter ist sie irre! Sie bringt sich noch um! Es wird nicht leichter. Du bist verrückt, wenn du da lang gehst. Yeah. Das war's. Jetzt nur nach vorne. Da stehen. Kehr einfach um. Lass mich in Ruhe, Mann. Ich sehe nichts. Lass es sein. Und Vala ist direkt dahinter. Jetzt mach schon. Schneller. Ich bin krass. Nicht nachlassen. Ich bin krass. Wo muss ich hin? Oh, ich muss weitermachen. Die Ausgestoßene. Auf dem alten Pfad. Ist sie irre? Sie ist krass. Gut, ich hol auf. Die Ausgestoßene holt auf. Ja. Wie ist sie darauf gekommen? Sie ist krass. Das wird ganz schön knapp. Jetzt mach schon, Beeilung. Ja, weiter ja. So. Lauf. Kann ich hier irgendwie Zweiter oder Erster werden? Kann ich das ändern irgendwie? Kann ich das beeinflussen oder ist es gescriptet? Fragen über Fragen. Ist das Spiel eigentlich zu laut? Blöd, jetzt erst zu fragen, ne? Ich habe mein Leben lang dafür trainiert. Ja, Mann, du bist die Beste. Aber ich hatte die Wildnis. Yeah. Nicht genug. Los, sei perfekt. Hoho. Hm, perfekt ist ein bisschen hochgegriffen. Los, jetzt komm, jetzt, du schaffst es. Sie werden mich nicht schlagen. Das war kein Sieg. Sie hat geschummelt.
Eine Ausgestoßene gewinnt die Erprobung? Niemals. Denn sie ist jetzt eine Kriegerin. Du hast's geschafft. Wie ihr alle, wenn ihr eure Trophäen auf den Altar legt. Doch es ist Aloy, einst ausgestoßen, jetzt Kriegerin, die gesiegt hat. What? Haltet sie fest, bis die anderen da sind. Wir müssen hier weg. Das ist der Ausweg. Aber nicht, wenn sie auf uns schießen. Tote können nicht schießen. Lenk sie ab. Ich finde einen Weg. Fast! Fast! Machst du mit? Bin dabei! Dann mal los. Jetzt! Was denn? Oh. Oh. Es sind zu viele. Ich mach das schon. Wir haben keine Chance. Kann ich hier hoch? Oh. Wir schaffen das nicht. What? Urmutter, hilf uns. Wieso war ich denn jetzt gerade instant tot? Wieso? Vernichtet die Eindringlinge! Okay, mal heilen. Es sind zu viele. Naja, warte ab. Wir haben keine Chance. Ende ist gekommen. Da! Oh Gott. Wir schaffen das ich nicht. Hab keine... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Mutter, hilf uns. Hab ich. Erledigt sie. Ist der andere tot? Noch nicht. Vernichtet die Schänder! Sie sind zu stark! Hab ich. Das war easy. Wir können sie nicht aufhalten. Schnell, lauft rüber zum Seil. Tötet sie alle. Keine Zeugen, keine Überlebenden. Für die Urmutter! Oh. Oh nein, da sind noch mehr! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Da kommen noch mehr! Ich hab ganz vergessen, was ich alles machen kann! Alter! Und? Oh shit, ich seh nix! Keine Munition! Das war weit vorbei! Ich hab keine Munition! Herrscher. Pass auf, da sind noch mehr! Es sind zu viele! Okay, Tränke, sehr gut. Wir schaffen das nicht! Doch, Mann! Jetzt. Oh, Mutter, hilf uns! Heul nicht rum! Was ist denn? Ja, genau, was... Vernichtet die Schänder! Okay, bleib mal cool jetzt. Oh, hi! Erledigt sie! Sie sind zu stark! Sie sind überhaupt nicht stark! Wir können sie nicht aufhalten! Why? Vernichtet die Eindringlinge! Ja. Oh Gott! Okay, Digga. Es sind zu viele! Wir haben keine Chance! Jetzt hör mal auf rumzuheulen da drüben! Bam! Bam! War das jetzt alle? Haben wir's?
Jetzt! Runter, solange es noch geht! Komm zurück! Leicht, weil so viel los ist. What the f- Okay, Ich hab sie. Jetzt weiß ich, wofür die Schocksache ist. Okay, hab ich. Hast du einen Trank dabei vielleicht? Nein. Oh. Okay, lauf. Stirb, Abtrünniger. Okay, die muss ich so machen. Zack. Finde das Flammenhaar. Oh. Und... Nein! Kannst du das trinken? Und mach ihn fertig! Yes! Oh, hallo! Lauf! Okay. Heilen. Noch ein Kraut. Ist er jetzt wieder nach unten gegangen? Diese Feuerfalle bringt gar nichts übrigens. Man holt Schaden. Oh. Verbrenne alles. Dann zu deiner Aufgabe. Wie du befiehlst. Aloy!
überlebe. What? Dort ist Blasphemie. Sie muss zu ihrer Mutter. Fokus. Nein. Rust hat mich gerettet. Er muss mich gefunden haben, bevor der Blutverlust zu groß war. Aber warum ist niemand hier? Wo bin ich? Wow! Wow! Wow. Alter, okay, das ist ziemlich krass. Was hier gerade losgeht. Nach so langer Spielzeit. Ich krieg die Tür nicht zu. Punkt.